In Bowsers Festung und vielleicht sogar zum ersten Mal ohne wirklich Gefahr von Bowser selbst zu haben. Willkommen zurück zu Paper Mario, The Origami King, und vor allem war die Ansprache von Kamek beim letzten Mal richtig schön, wo er halt meinte, ja, wir müssen Mario helfen, los jetzt hier, und Bowser, ja, es lebe Bowser. Klassiker halt. Gut, okay, kommt ihr beiden. Wir müssen erstmal... Schreitet mit Bedacht. Gewiss verstecken sich die Fallschirmen auf raffinierteste Art. Kommt ihr nicht mit? Ein Raum könnte voller perfekt getarnter Böserwächter stecken. Seid auf der Hut, denn sie könnten sich aufs Trickreichste verbergen. Okay, nee, wollte schon sagen. Nur noch mal eine kleine Warnung. Ein Warnungsappell. Dankeschön, Kamek, ne? Aber trotz alledem. Lumpen! Hier wird einfach Party gemacht. Scheiße, alle! Ich traue meinen Augen nicht, wie sie da sitzen und völlern, ey. Schlagen sich die Fenster voll auf des Königs guten Porzellan. Also, eine zünftige Mahlzeit käme mir nach dem Badespaß ja irgendwie auch ganz recht. Nee, Fenster und Porzellan sind mir egal. Ich rette jetzt meinen Papa. Wee, Papi! Oh, da oben ist ein Spalterblock. Seht nur, die grüne Luftstange führt mitten ins Obergeschoss hinein. Ist die Festung echt an sich eher ein bisschen kleiner? Fallschirm, ich bin's! Ihr stellt sofort das Spachteln ein, habt ihr gehört? Servietten glatt gestrichen und die Teller weggeräumt. Und wenn auch nur ein Krümel liegen bleibt, dann... waren das vorher auch schon so viele? Kamek! Vielleicht hätte ich doch bitte sagen sollen. Angriff! Alter, komm, komm, komm! Ey, der richtige Kloppe hier! Oh. Haha, wir sind gerettet! Gut, dass ich in weiser Voraussicht unsere Scherben mobil gemacht habe. Alter, bist du geil. Jetzt oder nie, sputen wir uns, ehe dem jungen Herrn noch etwas widerfährt. Guck mal hier, Gumba gegen Gumba. Hey, lass den Gumba in Ruhe! Kann ich irgendwie helfen? Oh, ich kann tatsächlich wirklich helfen. Ich weiß nicht, ob ich es machen sollte, ne? Na, weil an sich sollen wir wirklich, ne, uns vielleicht eher doch mal dem Ziel widmen? Boah, sind denn viele. Hey, ordnen die Gegner richtig an? Hey, guck mal, das sind andere mit dabei. Oh, okay, warte mal. Das ist natürlich, da darf ich natürlich nicht meine Kumpels hier. So. Ja, nee, ich hab's genau gesehen. Wir kriegen ja schön Hammer rein. Schön Hammer raufgedotzt. Und machen denn, müssen die mir helfen, die anderen? Greifen jetzt alle an? Also wenn ich jetzt nicht die schon, getötet hätte. Ja! Wollt mir mal richtig viel Geld. Ach, das ist ja cool. So cool. Ich sag's nicht gern, aber danke. Ja! Dann nimmt jetzt nur Geld. Oh, guck mal hier. Oh, dann der arme Scheige. So, der ist sogar sofort tot. Das hast du gut gemacht. Alles klar. Hey, ich krieg kein Geld von dir? Nee. Röchel. Ey, das ist total cool. Guck mal hier, der ist ja auch noch total schwach hier. So, tschüss. So, bist der Hammer, Bruder. Der kommt, du bist auf Platz. So, ich helfe euch allen. War das schon alles? Nee, was da oben? Hallo? Doing, doing? Kann ja nicht sprechen. Lass mal den Gumba in Ruhe, Alter. So, so nicht. Ich sag dich gerne aber danke, ne? Geht kein Geld. Nochmal, oh, nochmal ein sagenhafter Hammer. Löcher erstmal stopfen. Und nochmal 1000 Münzen. Einfach kriegen genauso viel Geld. Die Fässer hier irgendwas? Nee. So, wer braucht noch meine Hilfe? Hier ist auch noch eine Tür. So, okay, warte mal. Die sind, glaube ich, dann doch zu stark. Ja, das kann ich auch mal machen. Flups. So. Dankeschön, Mann. Werde ich erstmal Pause machen müssen. Komm! So. Oh, hast mich gerettet. Irgendwie richtig bitter. Quatsch, Mann. So ist es nun mal, ne? So. Lass den Kumpel in Ruhe hier. Krieg den auch mit immer down. Ich glaube nicht, wie die hier rumtwisten. Doch. Sehr schön. Wie ihr guckt. Guck, voll mad. Ich wollte gar nicht gerettet werden. So. Die Spikes sind leider zu stark. Boots. Okay, dann sind es aber echt immer... Ah, jetzt doch ganz schön viele. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt hier noch so andere sind, kann man das, glaube ich, gar nicht unbedingt so richtig doll in den Sand setzen, glaube ich. Und ich frage mich halt echt, was die anderen machen. Ob die mit angreifen oder nicht. Okay, kann ich hier erstmal drehen? Nee, bringt ja irgendwie nicht viel. Ich kann vielleicht erstmal den nach da und dann den halt hier reinballern und hab dann versagt. Warte, ich hab nur zwei Züge, ernsthaft.
Ja, dann muss ja aber der eine da, oder ich muss den... Achso, weil dann sind... Ach, jetzt hab ich den echt den Spike mit dem anderen Spike verwechselt. Nee, so nicht. Aber trotzdem, wie zur Hölle? Dann mal vielleicht so? Und dann halt immerhin wenigstens noch den hier irgendwie... So? Nee, ist ja komplett schlicht. Und dann kann ich gar nicht alle angreifen, weil die alle im Weg stehen. Dann muss ich wenigstens dafür sorgen, dass keiner hier irgendwie dem anderen im Weg steht. So. Nicht toll angeordnet, aber ich kann jetzt hier eine durchballern, ohne jemanden zu schaden. Und bei den anderen auch. Und ich bin immer noch gespannt, ob ihr vielleicht jetzt die anderen Schergen gleich mitballern und jetzt sowieso komplett egal ist. Vor allem die Typen hier, die müssen weg, Leute. Die müssen einfach weg. Und zwar mit einer schönen Glitzerfeuerblume. Huh. Geil, ein Shoot. Sehr schön. Flups. 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 Cool. Komm, ey, los. Zauber die weg, alle drei. Bloops. Sehr schön. Okay, die anderen sind einfach abgehauen. Was haben sie gesagt? Ist cool so, ja, alle weg hier, oder was? Was war denn das? Bringst du in... Ja, komm, da rechts ist nochmal der Hammer und mach den Rest. Hoffentlich. Mit Bild vom Bowser im Hintergrund. Genau jetzt. Na toll. Abgeblockt. Komm her, du. Du komischer Spike, Alter. Ah, doch, den Weg jetzt noch mache. Ich helfe einfach allen. Flups. Vor allem, weil der echt Geld bringt, ne? Wenn auch Kämpfe entstehen oder halt einfach so zum Dank. Oh, 130, okay, von wem es gibt Geld. Flups, tot. Nicht übel, fast sogar gut. Ja, klingling. Oder wird doch richtig gekloppt, ey. So, das ist ja wieder einfach. Zack. Oh, wie denn hier rumwirft, Alter? Nein, ich wollte gerade schlagen. Boah. Ist das geil, wie die alle ankommen. Okay, wartet. Ich habe drei Züge, ich glaube, ich weiß sogar wie. So, der muss dahin, denn das hier so. Und dann halt nochmal hier so. Ja. Yeah. Ultra geil angeordnet. Da reichen Stiefel, weil das sind nur Scheigeis. Banaledam. Huppa. Boots. Boots. Zack. Tschüss, Mann. Uff. Ja, das ist so. Ich kann die echt angreifen, wenn ich wollte, ne? Aber nee. Das sind jetzt für den Moment unsere Freunde. Ups. Ups. Cool. Und ein Bowser-Bild im Hintergrund ist auf jemand anderes. Ja! Du bist obercool im Hintergrund voll. So, alles klar. Das hast du gut gemacht. Ja, mit dem Cash. So, der sagt wieder ja nichts. Ich glaube, die sind echt immer sauer, wenn man denen hilft. Oder die können einfach nicht reden. Ich weiß es nicht. Müsste man denen in Ruhe, Mann? Das hast du gut gemacht. Ey, das ist so geil mit dem ganzen Geld, was er bekommt. Flups, nochmal hier ein Blöckchen. Alter, nochmal sagenhafte Botten. Leute, ich glaube, wir sind echt hier, ne? Dass hier der Boss bald kommt. Dass das gar nicht so lange dauert. Vor allem da oben ist ja auch ein Speicherblock gewesen und so. Eieiei. Was macht er denn jetzt hier? Das war voll fies. Wie er da sitzt. Ja, okay, Bock hier mehr jetzt hier. Ja, komm her. So, zerstört. Bum, 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 bum. Oh, was mit ihm hier so voll traurig? Eiskalt weggefaltet, ey. Ja, die bin hier so cool. Die machen einfach Boots, treffen sich immer gegenseitig. So, es sind bloß noch zwei, die ich aber leider bekämpfen muss. Weil dafür bin ich anscheinend, trotz meiner eventuell maximalen KP, noch zu schwach. Oh Mann. Okay, ist aber damit auch einfach. Das ist nämlich einfach. Da brauche ich bloß zwei Züge, habe ich jetzt gesehen schon. Einmal so. Und dann. Ah, nee. Brauche ein bisschen mehr Züge hier so. Ach nee, warte mal. Denn ist klar. Wartet. Dann weiß ich es dann einmal. Nee, das ist ja komplett doof. Was ist das denn jetzt? Nee, so geht's nicht. Hä? Verdammt, ich wollte doch jetzt hier... Mann! So, da sind wir jetzt schon mal alle in einer Reihe. Okay. Ja, und dann irgendwie den hier nochmal so. Hier ein bisschen so zusammenschieben. Ein bisschen in einen Bereich. Oh, weia, ey. Dann krieg gleich wieder aufs Maul. Ganz schlicht. Okay, komm, die mache ich fertig mit zweimal springen. Und dann erledigt Kamek hoffentlich die anderen und nicht seine eigenen Leute. Ey, was Kamek macht, dafür kann ich nicht. Wenn der jetzt seine Kumpels da angreift, obwohl er sie erst angeheizt hat, dann kann ich nichts für, ne? Wenn er das jetzt echt macht. Ups. Au. Yeah. Und dann bleibt leider noch so ein Spike-Typi übrig. Und im nächsten Stockwerk geht es ja auch noch weiter. Aber ich gucke erstmal noch in allen Räumen nach. Könnt mir echt vorstellen, dass die überall noch kämpfen.
Flup, flup, flup. Abgeblockt. Ja, los, bring es zu Ende. So, komm, bitte diesmal nicht verkacken. Bitte. So. Los, Kamek, zeig's ihm. Yay! Man kann immer sehen, ja, wenn er aus Versehen seinen Besen nimmt, dann weiß man schon, okay, er wird nicht angreifen. Nicht richtig jedenfalls. Flupsi, auch tot. Bist der Hammermann. Yeah, warum kriegt er doch mal so viel Geld jetzt hier? Das ist richtig cool. er hat den Kampf nicht bestehen können. Ich will Gefahrenzulage. Nee, richtig cool. So, komm, ich muss noch den Spike hier helfen. Lass doch mal den guten Spike in Ruhe. Boom. Okay. Das kommt wieder als viele an hier. Schissen, ey. Mann. Okay, aber das war einfach. Hoffe ich. Doch, das ist einfach. Jetzt auch diesmal ist es wirklich einfach. Guck ich mal einmal hier so. Und einmal so. Voll. Wisst ihr, da braucht man nur zwei Züge, hat aber drei. Was soll das denn? Okay, erstmal die hier, die sind nämlich gut dabei. Kala Eisenbotten. Hier nochmal richtig schön alles kaputt machen, was geht. Und dann halt vielleicht, ne, mit den sagenhaften weiter zu ballern. Eisenschiffe sind kaputt. Badam bam. Na, dann nehmen wir nochmal die nächsten Kala-Eisenstiefel, oder nicht? Ich hoffe, kam mir gerade nicht an den Rest. Hoppala! Na, so, yeah! Bei null vor allen Dingen. Warum kann man nicht die Eisenkugeln einfach beim Springen ihn so in den Kopf drin drücken oder so? Das wäre geil. Hauen erstmal ab. So, was macht ihr da? Mit dem Po. Das tut mir, oder da wieder noch so ein Ding raus. Er hat keine Chance. So, okay. Hammer. Reicht auch aus, hoffentlich. Hoppala! So, naja, nicht mal. Aber ihr zaubert wieder. Ultra cool. Ey, schon wieder fast 10.000 Münzen voll. Das ist ja übel. So, nicht übel, fast sogar gut. Ja, und da habe ich 10.000 Münzen wieder voll. Krank. So, hier sind nochmal Türen, aber ich will erstmal allen helfen. Vor allem die hier, die eigentlich locker flockig sind. Tot. So, vor allem, ich muss erstmal die ganzen Löcher hier benutzen. Ah, da gibt es nochmal einen Colorpilz. Oh, war ja, hier ist nochmal ein unsichtbarer Block irgendwo. Okay. Schon genau an der gleichen Stelle. Oder? Lass doch mal den Gumba in Ruhe. So nicht. Ich sag's nicht gern, aber danke, Mann. Oh, was hat er denn genau in mich reingeschubst? Aber andere Verdoppler. So, okay, sind aber bloß Scheigeis. Die können doch nicht, Leute. Warte mal, drei Züge. Also ich müsste die irgendwie. Ah, so? Okay. Genau. Und so. Ja, da hat keiner eine Chance. Auch die kleinen Kumpels müssen keine Angst haben. Denn jetzt kommt Jumpman Mario. Schade, dass ich nicht die Original-Sounds anhab. Das wäre richtig lustig, aber egal. Ey, Bowsers Bilder im Hintergrund sind faszinierend. Die sind so richtig krass, ja, hochauflösend. Gut, also für die Papierwelt hier, ne, in der alles existiert. Down. Ach, Boni. Noch mehr Geld. Flups, wieder noch mehr Dinger hier. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Ah, da kann man anscheinend echt ignorieren, aber wer macht denn sowas? Ich meine, das ist immer Geld, ne? Warum nicht? So, komm her. Na komm, dreh mal wieder andere Richtung. Was ist denn los? Jetzt. Ey, wollen mich jetzt verarschen, oder? Der wechselt immer die Richtung. Was soll denn das? Komm her. Oh, ja, im Eifer des Gefechts, ne? Da sind die einfach so krass miteinander beschäftigt. Da muss dann auch mal einfach hier so handmännisch hier wieder alles gemacht werden. So ist es nicht eigentlich so, ja, dass ich hier durch schon. Ja, perfekt. So, ich habe sogar drei Züge Zeit. Ist doch schon mal schön. Zup, 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 zup. Ja, Ist aber wirklich auch so gewollt, weil sind ja auch schwache Gegner. Also ganz normaler Hammer. Mit dem Ring-Anordnungsbonus-Angriff müsste das ausreichen. Ja. Nur prima, aber egal. So, und dann ihr seid auch nochmal dran. Schön Ruff auf die Stachelköppe. Oder Stachelrücken. Die typische Bowser-Mucke eher. Sonst immer so ein bisschen so. Ja, so Gitarren-Riffs im Hintergrund hast bei Bowsers Kämpfen oder so. Oder in seinen Domizilen immer. Boings. Auch down. So, jetzt fehlt bloß noch einer. Alter, einfach wortlos. Sprachlos einfach Geld gegeben. Jetzt lass ihn in Ruhe. Aber wie gesagt, ich guck dann auch mal in alle anderen Türen rein. Ja, da links und rechts waren noch Türen. Vielleicht komme ich noch zu den Schatztruhen oder sowas.
glaube ja auch echt fast, dass sich am Ende da schon denn wirklich der Thronsaal befindet. Wo dann Bowser ist und richtig aufs Maul gibt. So, keine halben Sachen. Obwohl, komm, da reicht jetzt der Hammer. Ich habe ja auch Kamek dabei. Normal Hammer. Excellent. Der wird immer überleben, ne? Außer der am Anfang schon Schaden bekommen hat. Ja! Wie viel Geld man hier kriegt? Das muss man echt mitnehmen. Er hat mich gehört und irgendwie richtig bitter. Aber hier, nimm mein Geld. Wieder ein Panzer drinne. Erstmal Pause. So, warte mal, was ist denn eigentlich mit dem Block? So, ist er einfach auf der gegenüberliegenden Seite, oder? Jawohl. Ey, da gibt's noch mal sagenhafte Eisenbotten. So, da ist noch mal Heilung. Ich bin echt gleich da, ne? Ne, dann müssen wir mal in die anderen Räume. Dann denke ich mal, komme ich darüber denn zu der Truhe. Ja. Kling, kling, kling. Noch mehr Geld. Und die Herzen lasse ich denn erstmal in Ruhe, ne? Erstmal nicht. Bowser Junior, willst du schon vorgehen? Floink. Dankeschön. Ja, Bowser Junior, alles klar. Es will einfach nicht aufgehen, das blöde Ding. Ach so. Kamek, du hast doch bestimmt einen Schlüssel dafür, oder? Ach, Luigi wird auch nochmal hier auftauchen. Okay. Luigi hat den Bowsers Schlüssel. Los, her damit jetzt. Huch, den müsste ich tatsächlich haben. Allerdings nicht bei mir, sondern unten in meinem Gemach. Oh. Wir müssen die Treppe runter und dann rechts aus dem Saal hinaus. Los, keine Müdigkeit vorschützen. So, und er bleibt einfach hier. Na gut, dann können wir einfach mal absaven. Dann ist es halt echt da. Ne, dann ist doch noch mal ein bisschen größer. Ist aber auch, gefällt mir. Dass wir hier sogar so nett sind und Bowsers Festung flicken, ja? Also, da muss man uns eigentlich mal richtig danken für. So, wenn wir nach rechts gehen sollen, gehe ich aber erstmal noch nach links gucken. Oder nicht? Keine Bange, meine Stube ist absolut stübchenfrei. Los, durch die Tür hinten rechts in mein Gemach. Und nicht Gemach, sondern zackig. Okay, da erstmal nicht rein. Dann ist es vielleicht, wir sind nicht vom Weg. Oh, mein Schlüssel ist doch nicht hier. Na, dann können wir doch mal nach links gehen. Na, denn, dass man hier sowieso alles gewollt machen soll. Boah, wie sieht's denn hier aus? Jedenfalls liegt mein Gemach hinter all den Unrat. Irgendwie müssen wir da durch. Ja, das sieht einfach nur aus wie ein Labyrinth, oder? Haps. Die geilen Bilder, wie das aussieht. Ich habe... Was denn jetzt? So viel Gerümpel, das den Weg versperrt. Ach, wenn ich doch irgendwie helfen könnte. Oder Moment, vielleicht... Ja, wenn ich all meine Kräfte einsetze, dann könnte ich doch... Ach nein, bedauere, mir fällt auch nichts ein. Wir haben ja kein Pergamentonfeld oder so. Pardon, aber ich hätte da etwas, das uns vielleicht weiterhilft. Kaboom! Ja, boah, das war toll. Sowas kann nur ein echter Saubermeister. Du machst deinem Titel alle Ehre, Kamek. Tja, mit meinem treuen Zauberstab bin ich tatsächlich so etwas zu gebrauchen. Und nun los, folgt mir! Oh, kann ich nicht auf Abruf einsetzen? Das wäre lustig. Würde mir noch ein paar andere Stellen einfallen, wo ich mal ein bisschen aufräume. Boah, hier ist alles kaputt. Löcher nochmal stopfen, Blöcke mitnehmen. Vor allem, bevor man da den großen Sack wieder einsammelt. Sehr schön. Alter, das Geld. Alter, was ist denn hier los? Sagenhafte Eisenstiefel nochmal. Warum? Meinte Kamek nicht, dass sich ein Schlüssel in seinen Gemächern befindet? Ja, und ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, das habe ich schon erzählt. So, lass mich nochmal kurz den Bad Neuwelt ausrüsten. Weil Ditzer Stiefel und sowas ist schon all ganz schön. Aber dann kann ich um ein paar sagenhafte Botten nehmen. Sagenhaften Hammer habe ich schon. Genau. Glitzer-Wurfhammer, ich weiß nicht. Irgendwie nie wirklich. Ja, so richtig gebraucht hat man den echt nicht, ne? Nehmen wir vielleicht nochmal wieder einen Collarhammer mit. Ach nee, den mache ich erst, wenn der Glitzerhammer kaputt geht. Mal schön Löcher zumachen, solange es noch geht. Und erst dann das Säckele einsammeln. Ups. Sehr gut. Zack. Schnipsel voll. Kamek, alles klar? Abstand, ihr unmagisches Fußvolk. Jetzt zeigt euch der große Kamek, was ein wahres Zauberfeuerwerk ist. Kamek Sam. Boah, Wahnsinn! Schon wieder, das war so ein spitze Mann. Ja, sag ich doch. Und nun marsch, marsch, der Schlüssel wartet. Ja,
nach so viel Tatendrang, da will man ihn wirklich sofort hinterher... wo ist er denn? Ist er jetzt echt hinter der Säule einfach verschwunden? Bitte nicht. Mann, was kommt denn jetzt? Kamek! Und warum ist er so still? Tada, ein bisschen Cash. Es ist zu still. Leute, ich glaube, das ist der perfekte, ultra fiese Cliffhanger. Weil dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Richtig hart. Leute, ich hoffe, beim nächsten Mal kommen wir gut zu den Schlüsseln. Ich glaube, da werden wir wohl nochmal Luigi wiedersehen, weil der dann den am Ende einfach hat. Den Schlüssel, komm, hört er auf. Das kann man aber schon gut predikten. Ist ja auch so ein bisschen Luigis Aufgabe in dem Game. Aber ich freue mich schon, was noch passiert und ob wir noch mehr Schergen helfen können gegen die Fallschergen. Das war auch sehr, sehr lustig. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.